Hier meldet sich RBB 24 um 18 Uhr. Schönen guten Abend. Es brennt in Brandenburg schon wieder. Heute ist in der Lieberoser Heide am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 6 Hektar stehen da in Flammen aktuell. Hier. Und gerne hätten wir jetzt zu unserem Reporter Sascha Erler in die Lieberoser Heide geschaltet. Aber leider sind technische Probleme aufgetreten. Wir holen das auf jeden Fall nach in RBB 24 Brandenburg aktuell um 19.30 Uhr und auch in RBB 24 um 21.45 Uhr. Da halten wir Sie dann selbstverständlich auf dem Laufenden. Ja, eine historische Auswirkung, eine historische Herausforderung. So bezeichnet Bundeskanzler Scholz heute bei einem Treffen mit Spitzenvertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften die aktuelle Krise mit hohen Preisen. Und das wird uns alle noch länger beschäftigen, sagt er, vor allem bei den Heizkosten. Auch in Brandenburg wollen deshalb jetzt viele noch vorm Winter ihre Gastherme warten. Neue Ideen braucht da das Land. Die kommen ja oft und erfolgreich aus Berlin. Eine Berliner Firma hat ein System entwickelt, mit dem sich Heizenergie speichern lässt. Und damit hat sie nicht nur den Innovationspreis gewonnen, sondern nun auch schon erste Kunden gefunden. Wir bleiben noch beim großen Thema Gas. Auch in Schwedt wurde heute wieder beraten, wie es weitergehen soll ohne das Gas aus Russland. Es ging um die Zukunft der Raffinerie PCK. Zum zweiten Mal in der Bund-Länder-Projektgruppe, unter anderem mit Ministerpräsident Woidke. Die Ölraffinerie muss sich verändern, aber wie? Und in Schwedt beobachtet mein Kollege Hanno Christ das Treffen der Taskforce. Hanno, welche Hoffnung knüpfen denn die Menschen in Schwedt an diese Arbeitsgruppe? Aktuell. Auch zum Start in diese Woche haben Klimaaktivisten in Berlin wieder Straßen blockiert. Betroffen war die Stadtautobahn in Richtung Norden. Die Polizei sperrte die 100 ab dem Dreieck Charlottenburg. Dieses Mal dauerte es mehrere Stunden, bis die Staus vorbei waren. Denn nach RBB-Informationen hatten die Aktivisten eine stark ölhaltige Flüssigkeit benutzt, die beseitigt werden musste. Die Klimaschutzinitiative Letzte Generation blockiert seit einigen Wochen immer wieder Straßen in Berlin. Stehen Autos in der Hauptstadt auf der Busspur oder zu nah an Bushaltestellen, darf die BVG sie abschleppen lassen. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden und damit ist erstmals die Regel aus dem Mobilitätsgesetz des Landes bestätigt. Ein Autofahrer hatte weniger als 15 Meter entfernt von einer Bushaltestelle geparkt. Er wurde abgeschleppt und bekam eine Rechnung von rund 200 Euro. Dagegen hatte er geklagt. Er kann noch Berufung gegen das Urteil einlegen. In Brandenburg werden dringend Zahnärzte gesucht. Deshalb startet die Kassenärztliche Vereinigung eine Kampagne. Das Problem, in der Mark gibt es keine eigene Ausbildungsstätte. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Wachmann im KZ Sachsenhausen wird vorerst nicht rechtskräftig. Sein Verteidiger hat Revision eingelegt. Das hat das Landgericht Neuruppin bestätigt. Es hatte den 101-Jährigen vorige Woche beim Prozess in Brandenburg an der Havel zu 5 Jahren Haft verurteilt, wegen Beihilfe zum Mord an mehr als 3.500 Lagerhäftlingen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe nach wie vor. Das ist das Wichtigste aus Berlin und Brandenburg für den Moment. Mehr Nachrichten dann hier um 19.30 Uhr. Mittwoch ist der letzte Schultag bei uns in der Region. Und wenn Sie noch nichts gebucht haben sollten, dann aber schnell. Was Last Minute noch so geht für die Sommerferien, sehen Sie jetzt bei Schön und Gut. Heute mit Uri Zahavi. Direkt nach dem ausführlichen Wetter. Und wir sehen uns später wieder.